Ulrike Herrmann, das Ende des Kapitalismus. Herzlich willkommen hier zu dieser Buchbesprechung und ja, ihr dürft euch warm anziehen. Fliegen wird es bald nicht mehr geben. Wohnen, du darfst nur noch in einer vorgefertigten Wohnung wohnen mit bis zu 40 Quadratmeter. Ja, dieses Video wird es in sich haben. Herzlich willkommen, mein Name ist Balthasar. Hier wollen wir uns einmal ein ganz interessantes Buch anschauen von Ulrike Herrmann. Sie ist Journalistin und Autorin. Vielleicht einmal kurz, ich bin ein ganz großer Nassib Taleb-Fan, deswegen muss ich das auf jeden Fall hier mit reinbringen. Riesengroßer Risikodisclaimer bei Journalisten. Nassib Taleb spricht ja von Skin in the Game und meint eben, man sollte vor allen Leuten Vertrauen schenken, Leuten zuhören, die wirklich Skin in the Game haben. Das bedeutet, die von dem, was sie von sich geben, wenn es schief geht, auch selbst betroffen sind. Er bringt da das wunderbare Beispiel vom antiken Rom, wo zum Beispiel der Brückenbauer die erste Nacht unter der Brücke schlafen musste. Er bringt das noch viel extremere Beispiel vom Ägypten, wo der Konstrukteur eines Hauses, falls das Haus zusammengebrochen ist und jemand gestorben ist, wurde der erstgeborene Sohn des Konstrukteurs eben auch hingerichtet. Ich weiß, das sind drakonische Maßnahmen, mit denen wir im 21. Jahrhundert natürlich und auch zu Recht nichts mehr zu tun haben wollen, aber die Idee ist natürlich klar, Skin in the Game. Und das ist natürlich bei Journalisten nicht gegeben, deswegen bringt er auch sehr interessante Beispiele, zum Beispiel beim Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika auf den Irak gab es ja auch Journalisten, die von Massenvernichtungswaffen berichtet haben, die teilweise mit dafür verantwortlich waren, dass die Bevölkerung eben so geil auf den Krieg war und dann aber natürlich die Konsequenzen nicht zahlen müssen. In dieser Hinsicht, ich empfehle absolut Nassim Taleb. Jetzt wollen wir aber ein bisschen über das Buch von Ulrike Herrmann sprechen und vor allem, warum ich denke, dass sie einige wichtige Teile übersieht. Also einmal kurz, es geht darum, dass wir in Zeiten des Klimawandels, oder fangen wir vielleicht einmal noch ganz kurz ein wenig früher an, denn Ulrike Herrmann thematisiert vor allem eine Korrelation, die natürlich relativ stark ist, vor allem auch bisher relativ stark ist, nämlich vom CO2-Ausstoß auf der einen Seite und dem Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite. Das bedeutet, sie sagt, seitdem wir Kapitalismus haben, by the way, der Kapitalismus wurde nicht, wie sie sagt, vor der Industrialization gegründet. Nein, der Kapitalismus ist mit der Gründung der Amsterdam Stock Exchange, ich glaube 1608 war das oder so, gegründet worden. Aber hier wollen wir wirklich nicht zu stark ins Detail gehen. Sie sagt auf jeden Fall, seitdem wir Kapitalismus haben, haben wir Wirtschaftswachstum. Seitdem wir Wirtschaftswachstum haben, haben wir viel CO2. Und das kann man natürlich messen. Vielleicht hier ein kleiner Einschub. Man kann sogar am Pol, wenn man die Eisproben nimmt, kann man sogar den CO2-Ausstoß der Römer messen, weil die eben auch wahnsinnig viel CO2 ausgestoßen haben, weil die so viele Bäume abgeholzt haben. Und die verbrannt haben, als unabhängig davon. Also diese Korrelation ist gegeben. Das bedeutet, bisher hat Wirtschaftswachstum immer zu mehr CO2-Ausstoß geführt. Und wir alle wissen, die Erde wird heißer. Wir wissen auch, es gibt die sogenannten Tipping Points. Das bedeutet, sobald du einmal ein System ins Rollen bringst, da gibt es auch den Domino-Effekt, ist es nicht mehr aufzuhalten. Das gleiche eben mit dem Klima. Die große Gefahr ist einfach, dass wir uns überlegen, naja, ein Grad wärmer ist ja nicht so schlimm, ein Grad wärmer ist ja nicht so schlimm, aber wir können eben linear nur denken. Wir können uns aber nicht vorstellen, dass eben das Gleiche beim Investieren, der Zinseszinseffekt wirkt eben auch beim Klima. Es kann sein, dass ein halbes Grad mehr ab einem gewissen Punkt so viel verändert, dass wir nichts mehr aufhalten können. Also das ist die große Gefahr, dass wir, weil wir zu langsam sind, zu viel CO2 ausstoßen, zu diesem Punkt kommen, wo auf einmal die Katastrophe, der Wendepunkt, nicht mehr aufzuhalten ist. Und dann versucht sie eben, weil die zweite wichtige Sache, die man zu diesem Buch wissen muss, sie
richtigerweise unterstellt einen Wachstumszwang im Kapitalismus. Wir haben im Kapitalismus einen Wachstumszwang. Ganz wichtig, wir Aktionäre nutzen ja dieses Konzept des Wachstumszwangs. Einfach deswegen, der Wachstumszwang stellt sicher, dass die Wirtschaft als Gesamtes immer wächst, dass die Wirtschaft als Gesamtes immer profitabel ist. Diese Profitabilität, diese Gewinne gehen an die Aktionäre. Die Aktionäre kriegen dadurch ihre 6, 7, 8% im Jahr, was eben auch ungefähr das Wirtschaftswachstum ist, und können das als Dividende, Verzinseszinsen verdoppeln, das circa alle 10 Jahre, und so greift eben der Zinseszins. Deswegen werden Aktien auch immer steigen, und wir haben einen Wachstumszwang im Kapitalismus. Liegt einfach daran, dass Unternehmen, um an Geld zu bekommen, Liquidität benötigen. Und diese Liquidität kommt von den Investoren. Investoren geben nur Geld, wenn sie mehr zurückbekommen. Das bedeutet, eine Unternehmung oder ein Unternehmer muss, um seine Unternehmung zu finanzieren, sich das Geld holen. Er muss aber dann nicht nur dieses Geld, sondern auch noch zusätzlich einen Zins zurückzahlen. Und das funktioniert nur, wenn er Wachstum ermöglicht, also wenn er einen Mehrwert schafft. Und dieser Mehrwert wird dann an die Aktionäre oder zur Zinszahlung und so weiter, an die Bank oder wie auch immer, gibt es ja verschiedene Teile in der Wirtschaft, zurückbezahlt. Und das ist ein Grund, warum wir einen Wachstumszwang im Kapitalismus haben. Und dann ist natürlich logisch, wenn man sich dann überlegt, okay, wir haben die Korrelation von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß. Die Wirtschaft muss immer wachsen, das bedeutet, das CO2 muss immer mehr werden. Dann kann man sich das einfach mal so überlegen. Das sind Gedanken von Hans Binswanger. Super, super, ganz interessant. Habe ich auch mal ein Video gemacht. Ich verlinke es hier. Absolut super. Dieses Buch ist wahnsinnig wichtig, um unser System zu verstehen. Ist hier verlinkt. Aber jetzt halt hier kommen wir zurück zum Wachstumszwang, zum CO2-Ausstoß. Und dann kann man hier einfach sich mal überlegen, okay, wenn dieses Wachstum Ressourcen benötigt und das Wachstum unendlich ist, wir haben in einer Welt mit endlichen Ressourcen leben, dann muss ja irgendwann die Katastrophe kommen. Und genau darum geht es in diesem Buch. Und sie sagt eben, die einzige Möglichkeit ist Schrumpfen. Also sie sagt, wir müssen einfach wieder runter schrumpfen, 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 schrumpfen. Und aus diesem Schrumpfen ergeben sich natürlich wahnsinnig schwierige Themen. Weil, wie gesagt, wenn du schrumpfst, dann brauchst du auch diese Unternehmen. Also wenn du schrumpfst, brauchst du erstmal keine Werbung mehr, oder? Weil wenn du schrumpfst, gibt es ja weniger Güter, weil nicht so viele Güter produziert werden. Das bedeutet, du brauchst keine Werbung mehr, du brauchst keine Banken mehr, die das finanzieren, du brauchst keine Versicherungen mehr, du brauchst keine Aktionäre mehr, du brauchst keine Aktien mehr. Also ihr seht schon, diese gesamte Wirtschaft, wie sie momentan aufbaut, wird dann so nicht mehr funktionieren. Und dann kommt man eben zu diesen Themen, wie zum Beispiel, man darf auch nicht mehr fliegen, weil wenn du fliegst, dann können wir überhaupt nicht irgendwie das bisher mit Erneuerbaren machen. Du musst viel weniger Energie verbrauchen, weniger reisen und so weiter. Und dann bringt sie diesen Vergleich, wo sie eben sagt, das wäre dann so wie im Jahre, ich glaube 1970 oder 1972 oder so. Und weil einfach deswegen, 1972 war das BIP pro Kopf in Deutschland die Hälfte. Und dann sagt sie, damals war die Welt ja auch ganz nett. Und diese Gedanken sind natürlich wahnsinnig interessant, oder? Weil wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber sie macht ein paar Fehler und einfach deswegen, weil sie vergisst ein wenig, wie der Mensch ist. Und das ist dieses große Problem. Ach, vielleicht noch ein wichtiges Beispiel, bevor ich darauf zu sprechen komme. Sie bringt dann auch ein Beispiel, wie sie denkt, dass das moderiert werden müsse. Und sie bringt da das Beispiel der Wirtschaft von England, also Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs, wo allen Leuten klar war, Deutschland, der Aggressor, Deutschland hat gerade Polen und so weiter überfallen. Chamberlain ist davor noch mit dem Vertrag zurückgekommen und meinte, ja, ja, der Hitler, das passt schon, der wird nichts weitergehen. Dann ist er doch weitergegangen, geht er immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann greift er eben auch England an. Das bedeutet, England musste sich verteidigen. Und da war es natürlich der englischen Bevölkerung ganz eindeutig und einfach klar zu machen, Moment mal, wenn wir jetzt nicht alle zusammenhalten, wenn wir jetzt nicht alle am gleichen Strang ziehen, dann kommt er nach England, dann wird er uns in seine Diktatur eingliedern, ausrotten und so weiter. Deswegen haben die Engländer alle mitgemacht. Und dann hat man eben die Wirtschaft staatlich gelenkt und hat auf eine absolute Rationierung und so weiter runtergefahren. Und da ist die Wirtschaft auch geschrumpft und nicht gewachsen. Jetzt ist das Problem natürlich, dass es auf psychologischer Sicht viel leichter ist, den Leuten zu erzählen, okay, wir haben ja einen Diktator, der greift uns gerade an, eventuell löscht er uns aus, der will uns umbringen und so weiter. Und aus diesem Grund müssen wir unser Verhalten anpassen. Noch dazu war damals vollkommen klar,
dass das nur vorübergehend sein wird, also dass das nicht forever sein wird, weil der Krieg ja irgendwann vorbei ist. Das ist auch wieder ein entscheidender Unterschied, warum die Leute dieses Mal vermutlich nicht mitmachen würden, weil dieses Mal wissen die Leute, das ist für immer. Der nächste Punkt ist, hoch macht immer Spaß, runter ist einfach nicht zu moderieren. Wir sehen das momentan an der wirtschaftlichen, politischen Debatte. Es ist wahnsinnig schwer, den Leuten klarzumachen, dass sie runter müssen vom Lebensstandard. Hoch ist immer lustig, macht immer Spaß. Aber sobald es runtergeht, dann hast du das Problem. Und wir sehen das auch an den Kahneman-Forschungen und so weiter. Also, wenn ich etwas dazu gewinne, zum Beispiel jetzt an der Börse einen Gewinn mache, freue ich mich. Wenn ich den gleichen Verlust erleide, tut es aber doppelt so stark weh, das ist die Verlustaversion, wie wenn ich mich freue, wenn wir Gewinn machen. Und das ist eines dieser Probleme, warum es nicht klappen wird. Ein anderes Problem ist, warum diese Aussicht ein wenig utopisch ist und sich nicht so in das Weltgeschehen integrieren möchte. Und das ist auch ein bisschen der Sinn dieser Buchbesprechung. Ich möchte einmal diese ein wenig idealistischen Ideen, die sie dort aufzeigt, mit der Realität anhand von empirischen Daten, also anhand unserer Geschichte, weil ich mich sehr viel mit Geschichte beschäftige, in Verbindung setzen, um aufzuzeigen, dass es nicht klappt. Also, warum wird es nicht klappen? Einmal, der Mensch will immer mehr, mehr, mehr. Und wenn du dem Menschen sagst, du musst jetzt weniger, weniger, weniger haben, wirst du keine Mehrheiten bekommen. Sehen wir ganz stark an der aktuellen politischen Situation, dass sogar die Grünen, die sie eigentlich als Partei gestartet sind, des Verzichts, der Nicht-Atomkraft und so weiter, sich nicht trauen, das, was sie eigentlich, wovon sie eigentlich ideologisch überzeugt sind, den Menschen jetzt zu sagen. Nein, sie versuchen den Mittelweg zu gehen, sie versuchen irgendetwas anderes zu moderieren, indem sie sagen, wir können ja biologisch wachsen. Eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn wir uns einmal ansehen, wie es sich historisch entwickelt hat, dann war es immer so, dass wir Bevölkerungswachstum hatten, dann haben irgendwann die Ressourcen, die bestehenden Ressourcen nicht mehr ausgereicht, um dieses Bevölkerungswachstum zu ernähren, dann gab es immer vier Möglichkeiten. Entweder Krankheiten, entweder Krieg oder Hunger, also die Menschen sind gestorben, weil sie krank geworden sind, weil sie sich gegenseitig umgebracht haben oder weil es eine Krankheit gab, die sie wieder dezimiert hat oder es gab eine technische Innovation. Und diese technische Innovation hat dann dazu geführt, dass wir mit die Niederlande, sind da, Dutch ist da vor den Golden Ages in den Dutch, gibt's da, ist das ein super Beispiel, wie ganz viel Populationsdruck dazu geführt hat, dass auf einmal Innovation kam. Da gab es dann vor allem beim Düngerherstellen und so weiter ganz viel Innovation. Diese Innovation hat dazu geführt, dass man wieder mehr Menschen ernähren konnte und so weiter. Also das waren immer die Möglichkeiten. Die Menschen haben sich vermehrt, 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 bis die Ressourcen nicht mehr gereicht haben. Dann sind sie entweder gestorben, weil sie sich umgebracht haben, weil es Krankheiten gab oder weil sie sich bekriegt haben. Und dann waren sie wieder weniger, dann hat es wieder gepasst. Oder es gab eben eine technische Innovation, die aus den gleichen Ressourcen wieder mehr herausgeholt hat. Und das ist einfach wahnsinnig stark, wenn man sich das in der Geschichte anschaut. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo das genau so passiert ist. Ein gutes Beispiel ist auch der Black Death. Da waren wieder viel zu viele Menschen in Europa. Was passiert? Wir haben die Pest, die ganzen Leute sterben und danach entspannt sich das und es geht wieder von vorne los. Und das ist das, was ich glaube, das bedauerlicherweise viel realistischer ist. Wir sehen jetzt, wir haben die ganze Welt, wir sehen, wir haben verschiedene Spieler, wir haben die USA, wir haben China, die rivalisieren, wir haben andere Großmächte, die versuchen aufzusteigen, die jetzt das Gefühl haben, dass ihre Zeit gekommen ist. Wir haben diese brutalen Zahlen, die uns einfach sagen, dass wir in den 80er Jahren noch 85%, also wir der Westen, hatten in den 80er Jahren noch 85% der Wirtschaftsleistung hinter uns. Heutzutage sind wir noch bei 30 oder bei 35. Das bedeutet, wir werden immer unbedeutender. Das bedeutet einfach, dass du diesen Menschen in Asien, und ich war sehr viel in Asien, ich habe das gesehen, ich war auch in Afrika, ich habe mir diese Menschen angeschaut, ich habe mich mit diesen Menschen unterhalten und wenn du diesen Menschen erzählst, nein, 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 du musst jetzt biologisch oder nein, 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 du darfst jetzt das nicht, du darfst jetzt das nicht, du darfst jetzt das nicht, du musst jetzt schrumpfen, du musst jetzt runter mit dem Lebensstandard, diese Leute werden nicht mitmachen. Und das ist die große Gefahr, die ich betrachte, dass wir momentan aus unserer ideologischen Betrachtungsweise, wir möchten so gerne die Welt verändern, politische Einflussnahme verlieren, einfach deswegen, weil wir wirtschaftlich, militärisch unbedeutender werden. Und dann kommen einfach die anderen und sagen, ja, schau, haben wir doch gesehen, klappt nicht. Wir machen jetzt weiter wie zuvor.
Ja, es ist wahr, die Welt wird heißer werden, der CO2 wird zunehmen, aber was auch Ulrike Herrmann gar nicht sagt, ist, dass es ja auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten gibt, CO2 zu nutzen. Das ist ja die nächste spannende Geschichte, weil die Innovation kommt ja vor allem dann, wenn der Druck so groß ist, das merkst du vielleicht bei dir auch, Veränderungen passieren immer dann, wenn der Leidensdruck zu stark ist, wenn du den Leidensdruck nicht mehr aushältst, dann kommt die Veränderung. So ist es bei der Innovation auch. Der Druck wird immer höher, immer höher. Es kann ganz gut sein, dass es auf dem Weg Krankheiten gibt, Covid-19. Es könnte ganz gut sein, dass es auf dem Weg Kriege gibt, Ukraine-Krieg. Es gibt noch mehr Spannungen. Es kann ganz gut sein, dass es Hungersnöte gibt, sehen wir in Afrika, weil zum Beispiel die Dünger knapp werden und so weiter. Aber entweder reguliert sich so das Bevölkerungswachstum, es gibt wieder genug Ressourcen für alle, oder wir haben eine Innovation. Und das ist das Entscheidende für dich. Und deswegen ist auch so ein bisschen das Warum hinter diesem YouTube-Kanal, weil ich mir eben aus der Geschichte anschaue, was es immer wie passiert, das versuche auf das aktuelle System, auf das aktuelle Geschehen zu übertragen und was müssen wir daraus lernen? Was wir daraus lernen müssen, ist, dass die letzten 80 Jahre eine Ausnahme waren in Europa. Wir hatten ja auf der ganzen Welt überall immer Kriege, wir hatten auch in Europa Krieg, Jugoslawien Krieg, jetzt Ukraine Krieg, aber generell hatten wir in Europa weniger Kriege, die waren zwar dann woanders, aber das Wichtige ist, das war ein Sonderzustand, ein Ausnahmezustand. Leider, und das tut mir auch wirklich weh, aber es ist einfach so, und das musst du realistisch betrachten, ist der Mensch ein Wesen, das Konflikte verursacht und diese Konflikte ganz oft mittels Gewalt, mittels des Recht des Stärkeren durchsetzt und dabei sterben Menschen. Und dann gibt es Menschen wie ich, die einfach sehr friedlich orientiert sind und ich sage, ich mache da nicht mit, ich habe da keinen Bock und deswegen muss ich unabhängig werden, muss ich autonom werden, muss ich selbstständig werden, muss ich das erst einmal verstehen, mich dann darauf vorbereiten. Deswegen mache ich hier auch so viel zum Thema Finanzen, weil das eben ein so wichtiger Baustein ist, dass wenn du finanziell frei bist, dass wenn du genug Geld hast, dann wirst du immer dahin gehen, wo es klappt. Denn das ist die nächste wichtige Sache. Wenn dieses ganze System irgendwann mal kulminiert, die Spannungen zu groß sind, heißt das ja nicht, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Ich weiß schon, der Mensch denkt immer so gern so, oh, extrem, extrem. Nein, vermutlich wird es einfach so passieren. Die Menschen, und die tun mir auch wirklich leid, die armen Menschen in Afrika, Asien und so weiter, die sich das nicht leisten können, vielleicht auch in Europa, weil wir unsere Macht und unseren Wohlstand, unsere militärische Stärke aufgegeben haben, die werden überrannt. Diese Menschen werden ganz starke Krisen durchgehen müssen, vielleicht auch wahnsinnig stark dezimiert. Viele davon werden sterben. Und die Leute, die es sich leisten können, werden auf die Enklaven flüchten, die Staaten, die sich besser positionieren und so weiter und werden das Ganze überleben. In diesem Sinn, ja, ich weiß, das war ein längeres Video. Wir sind jetzt fast bei 18 Minuten. Aber es ist ganz wichtig, interessante Informationen, interessante Inhalte, wahnsinnig wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber ich stimme Ulrike Herrmann nicht zu. Ich finde, sie hat eine viel zu einseitige Sichtweise und mich stört auch ein bisschen diese Arroganz heraus, zu sagen, ja, ich bin Taz-Autorin. Ja, natürlich geht es dir gut. Natürlich stört es dich nicht, wenn du eh schon in Berlin wohnst, in einem kleinen Zimmer, in einer kleinen Wohnung und du eh nicht fliegen willst und du eh nicht reisen willst und du eh nicht Auto fahren willst und du eh kein Fleisch isst. Natürlich stört es dich da nicht, wenn du das alles eh schon nicht machst. Aber was wäre denn, wenn du drei, vier, fünf, sechs Kinder hättest? Und was wäre denn, wenn du das finanziell nicht stemmen könntest? Und so weiter. Also wie gesagt, man redet sich dann noch immer recht leicht. Aber ich möchte hier eigentlich recht wertfrei sein. Mir geht es vielmehr darum, dir aufzuzeigen, was verschiedene Möglichkeiten sind, was man aus der Geschichte lernen kann. Und dann musst du eben selbst für dich handeln. In diesem Sinn, wir sehen uns beim nächsten Video.